Leute, seid herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es wieder um eine Wildkamera gehen. Auch diese ist ein absolut neues Modell vom Hersteller. Diese kommt von iSeeker, nennt sich IG600 und wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ja, von iSeeker habe ich euch ja bereits die IG400 vorgestellt und wer das Video verpasst hat, kann es gerne unten sich nochmal angucken. Ist ein bisschen abgespecktes Modell von diesem hier. Dieses leistet also deutlich mehr. Wir haben bei diesem Modell 4K-Auflösung mit 48 Megapixeln, eine Auslösegeschwindigkeit von 0,1 Sekunden. Die Bilder werden oder die Videos werden in H.264 Ultra HD abgespeichert. Wir haben eine 32 GB SD-Karte mit dabei, als auch 4 normale Batterien und wir können hier natürlich auch Nachtsicht damit generieren mit dieser Kamera. Wir haben 3 Sony Bildsensoren verbaut, ein HD-Objektiv ist verbaut, wir haben 850 Nanometer LEDs verbaut, die sehr leicht glühen. Also ich meine damit dann hier dieses Feld, wenn irgendwas in den Erfassungswinkel kommt, dann wird das ganz leicht dann aufleuchten. Stört Tiere in der Regel weniger, haben wir ja des Öfteren hier schon mal gesehen. Wenn irgendwie ein Einbrecher kommt und ihr das Gerät hier als Sicherheitskamera nutzen würde zum Beispiel, dann sehe ich das zumindest als Vorteil. Dann wird der natürlich aufmerksam und sagt, da gehe ich mal lieber, wer weiß, wo noch überall Kameras rumhängen. Wenn natürlich hier gar nichts passiert, gar nichts leuchtet oder irgendwie, dann hört er vielleicht nur ein Klicken, meint, das ist irgendwas, bricht dann trotzdem ein und ihr habt dann zwar hinterher einen Einbrecher auf den Bildern drauf, aber der vielleicht eine Maske auf hat und das hilft euch dann auch nicht weiter. Also der Abschreck Effekt ist natürlich höher, wenn die LEDs mit einem geringen Leuchten ausgestattet sind. Ja, dann schauen wir uns als erstes mal an, was alles in der Packung mit drin ist. Wir haben hier auf jeden Fall eine ausführliche Bedienungsanleitung. Dann haben wir 4 Batterien, einen Gurt. Habe ich euch des Öfteren schon mal gezeigt, wie man das dann um den Baum zum Beispiel drum legt. Das könnt ihr dann hier hinten einmal einbringen und dann um den Baum wickeln. Und dann könnt ihr das ganz einfach am Baum befestigen. Dann haben wir ein Stativ mit dabei, sodass ihr das an der Hauswand zum Beispiel festmachen könnt. Dann Installationsmaterial für das Stativ und ein USB-Kabel. Die Kamera selbst verfügt noch über WLAN-Funktion, das heißt, wir haben hier Wi-Fi integriert und ihr könnt euch mit dem Gerät dann mit eurem Handy, Smartphone, Tablet oder sonst irgendetwas dann im Bereich von etwa 10 Metern mit der Kamera verbinden und von da dann auf die Steuerungsfunktionen zugreifen oder eben die Bilder abrufen. Wenn ihr die Kamera ziemlich weit oben irgendwie aufhängt, dann ist das sehr bequem. Ansonsten finde ich es bequemer, man sammelt die Kamera ein oder nimmt die Karte raus, steckt eine andere Karte dann rein und nimmt die Karte dann mit nach Hause und guckt sich die Bilder dann am Laptop oder PC an, finde ich jetzt grundsätzlich besser. Könnt ihr alles so machen, wie ihr wollt. Allerdings zieht das WLAN natürlich auch einiges an Energie raus. Packen wir das hier einmal zur Seite und gucken uns die Kamera nochmal etwas genauer an. Wir haben hier unten noch die Möglichkeit, ein 6-Volt-Netzteil mit 2 Ampere anzuschließen. Hier ist nämlich so ein Klinkensteckeranschluss, der geschützt ist, jetzt auch noch mit drin. Und dann können wir die Kamera dann dauerhaft mit Strom versorgen. Macht natürlich Sinn, wenn wir die dann, wie gesagt, als Überwachungskamera zum Beispiel nutzen wollen. Dann haben wir noch ein Stativgewinde. Ein Stativanschluss mit dabei. Hier unten ist nochmal eine kleine Öffnung. Das wird hauptsächlich dafür da sein, um den Ton ins Innere zu transportieren, denn die Kamera kann natürlich auch Audio aufzeichnen. Dann haben wir hier die Kameramodule, dann haben wir hier die PIR-Sensoren, das sind die Bewegungsmelder. Hier auch ganz klassisch dafür für etwas hochpreisigere Kameras oder wertige Kameras einfach, dass wir hier noch Seiten-PIR-Sensoren haben, die wir nach Bedarf auch ausschalten können. Wenn ihr sagt, ne, ich will eh nur irgendwie einen Flur oder irgendeinen Gang aufnehmen oder sowas, dann macht das natürlich keinen Sinn, dafür noch Strom zu verschwenden. Und hier oben ist dann, wie gesagt, das Infrarot-LED fällt und das leuchtet dann, wie gesagt, dann nachts auf. Was schön ist hier an der Kamera, wir können hier noch ein Schloss dran bringen. Ob das jetzt Sinn macht, das ist ja letztendlich hier Plastik, dann sei es erstmal dahingestellt, wenn das einer aufmachen will, der bricht das einfach kaputt. Aber es ist eben mit dran. Dann haben wir hier an der Seite die Verschlüsse, die wir dann, wie gesagt, aufmachen können.
Und dann können wir die Kamera natürlich aufklappen. Die sieht von innen so aus. Und ihr seht, wir haben hier noch ein Vollfarbdisplay mit dran. Und da können wir uns die Bilder dann natürlich direkt drauf ansehen oder Videos, je nachdem, was wir aufnehmen wollen. Und wir können darüber natürlich auch die Einstellung tätigen. Dann haben wir unten die SD-Karte mit drin. Ihr solltet darauf achten, dass das wirklich eine schnelle SD-Karte ist, die ihr einsetzt. Und ihr seht, die ist hier auch in Großformat. Das ist jetzt keine Micro- oder Mini-SD-Karte, sondern wirklich eine von den großen. Das wird bei den Kameras sehr, sehr häufig so gemacht. Warum das jetzt genau so ist, kann ich euch gar nicht sagen. Aber viele Hersteller sagen auch nicht mit Adapter verwenden, also nicht eine Micro-SD-Karte mit Adapter verwenden, sondern wirklich das große Format. Dann haben wir hier noch die Schaltfläche für einmal das Menü, damit wir dann hier in Setup reinkommen. Und wenn wir ganz rüberschieben diesen Hebel, dann wird die Kamera dann auch scharf geschaltet. An dieser Seite befindet sich das Batteriefach. Wir können das hier einmal nach oben ziehen, dafür ist so ein Faden dran. Und darunter könnt ihr bis zu 8 Batterien einlegen. Das heißt, wenn ihr Batterien einlegt, entweder 4 oder 8 Batterien, 6 könnt ihr hier zum Beispiel nicht einlegen. Das macht dann keinen Sinn. So ist natürlich die Laufzeit etwas geringer, aber ihr spart natürlich Batterien. Ihr könnt auch Akkus einsetzen, logischerweise. Die müsst ihr dann laden. Wenn ihr jetzt 8 Batterien einsetzt, dann hält die Kamera natürlich deutlich länger. Eine Länge kann man jetzt gar nicht sagen, wie lange das Ganze so hält. Kommt immer auf die Außentemperaturen an, kommt immer darauf an, wie lange ihr dann die Erfassungszeiten macht. Es kommt darauf an, wie oft ihr auslöst, wie oft da irgendwie was los ist oder wie lange die Videos gemacht werden und. Das kann man also nicht pauschal sagen. Aber wenn ihr die jetzt ein paar Wochen in den Wald hängt, dann solltet ihr auf jeden Fall damit zurechtkommen. So, dann gucken wir uns hier mal die Menüführung an. Wir können hier einmal im Modus wählen, ob wir Video oder Foto oder beides machen wollen, wie lange die Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Aufnahmen ist, wie hoch die Sensitivität dieser ganzen Sensoren hier vorne dran ist. Die sollen ja nicht bei jedem Windzug auslösen. Das könnt ihr damit so ein bisschen einstellen. Also ihr solltet vorher die Kamera mal in den Garten stellen oder was, mal ein bisschen was ausprobieren. Wir können Zeitraffer aufnehmen. Das heißt, jede Minute wird zum Beispiel ein Bild geschossen und hinterher, wenn ihr die Bilder dann aneinander fügt, dann sieht das aus wie so eine Zeitrafferaufnahme. Loopaufnahme bedeutet, wir können die Kamera so einstellen, dass wenn die Speicherkarte mal voll sein sollte, dass dann wieder die ältesten Videos automatisch überschrieben werden. Nachtaufnahmemodus, logischerweise können wir hier nochmal konfigurieren. Wir können sagen, wir wollen wirklich dann auch Farbe, solange wie das möglich ist, dann mit generieren. Dann haben wir die Infrarot-LED-Stärke, die passt sich so ein bisschen der Umgebungsvariable an, das heißt, wie dunkel das ist und sowas könnt ihr hier noch alles einstellen. Bei schwacher Batterie, wie soll die Kamera dann reagieren, keine Aufnahme machen oder einfach die Sensoren ausschalten. Wir haben die Überwachungszeit, das bedeutet, ihr könnt einen Überwachungszeitraum zum Beispiel einsetzen und dann sagen, ja, die Kamera soll zwischen 8 Uhr und 10 Uhr aufnehmen morgens und der zweite Überwachungszeitraum soll sein von 19 Uhr bis 24 Uhr abends zum Beispiel. Das ist also sehr, sehr komfortabel. Dann können wir die seitlichen Bewegungsmelder hier auch ausschalten, hatte ich schon gesagt, wozu das dann notwendig sein sollte. Oder wir können dann hier eben noch die Frequenz ändern. Dann können wir hier Fotoeinstellungen vornehmen, mit welcher Fotogröße aufgenommen werden soll, wie viele Fotos gemacht werden sollen. Und die Verschlusszeit können wir noch einstellen. Die Auflösung der Videos können wir hier einstellen. Die nimmt jetzt hier hauptsächlich in 4K auf mit 30 Bildern pro Sekunde. Und wir haben eine Videolänge von 15 Sekunden und wir wollen auch Ton bei den Videos haben. Wenn ich jetzt hier in den Videomodus reingehe, kann ich noch einmal unterscheiden zwischen Nachtaufnahme und Tagaufnahme und kann dann da nochmal verschiedene Möglichkeiten mir anschauen. Und dann haben wir hier noch die allgemeinen Einstellungen, ob wir in deutscher Sprache das Ganze hier aufrufen wollen, dann ob wir auf Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, die Karte formatieren, Datum, Uhrzeit einstellen, 24-Stunden-Format, Datumsanzeige und Piepton. Den Piepton können wir hier natürlich auch erstellen, macht auch wenig Sinn eigentlich, man sieht ja, was passiert. Und die Datumsanzeige, die wäre dann im fertigen Video tatsächlich aktiviert, das heißt, unten ist so eine kleine Einblendung dann, wann ihr das gemacht habt, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Wir können der Kamera einen Namen geben. Wenn wir mehrere Kameras haben, wissen wir genau, welche Kamera diese Aufnahmen letztendlich mal gemacht haben, wenn wir dann mehrere Sachen auf dem PC haben. Ein Passwort können wir vergeben, wenn ihr sagt, da soll jetzt keiner an die Sachen rankommen, zumindest nicht an die Menüsteuerung. Wenn einer hier die Karte rauszieht und die am PC ausliest, dann kommt er natürlich trotzdem an eure Bilder dran. Bluetooth kann man hier aktivieren. Das ist dann dafür da, das mache ich jetzt gleich mal aus, brauche ich nämlich jetzt in diesem Fall nicht. Bluetooth ist dafür da, um ein Handy mit
mit diesem Gerät zu koppeln und dann der Kamera zu sagen, jetzt schalt mal dein WLAN ein. Also er bekommt dann über die App ein Bluetooth-Signal geliefert und schaltet dann hier Wi-Fi mit ein. Und wir können hier ein Wi-Fi-Passwort vergeben und die SSID, das heißt, wie das Netzwerk dann heißen soll. Und das Wi-Fi schaltet sich dann nach einer Minute hier zum Beispiel wieder aus. Oder generell die Autoabschaltung ist hier mit 3 Minuten dann eingestellt. Das heißt, wenn ihr jetzt vergesst, die Kamera so liegen lasst oder irgendwas gar nichts mehr macht, dann schaltet diese 3 Minuten dann automatisch aus. Und das LCD schaltet sogar nach einer Minute dann schon vorher aus. Und hier könnt ihr dann noch ein Firmware-Update machen. Und somit ist die Kamera extrem komfortabel dann bedienbar. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier schon Live-Bild von meinem Tisch. Und ihr seht, das ist auch ein Weitwinkel, nämlich 120 Grad. Und man kann hier wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Aufnahmen damit dann generieren. Ein bisschen biegt sich das Bild, das ist natürlich klar, das ist diesen Fischaugen-Effekt, möchte ich fast sagen. Aber was hier auch schön ist, ihr habt hier automatisch alles, was ihr an Daten eingegeben habt, welches Datum ist, welche Uhrzeit gerade ist, wie voll die Akkus oder die Batterien noch sind, welchen Modus ihr eingestellt habt, bei welcher Aufnahmequalität und wie viele Aufnahmen dann hier noch möglich wären auf dieser Speicherkarte. 12.300 Aufnahmen wären hier noch im Fotomodus möglich. Und dann könnt ihr jetzt theoretisch hier auch Wi-Fi einschalten und alles könnt ihr alles über diese Tasten auch nochmal regulieren und wir könnten jetzt hier dann direkt eine Live-Aufnahme starten. Macht jetzt natürlich wenig Sinn. Wenn wir diese Aufnahme dann uns wieder angucken wollen, gehen wir hier auf Replay und dann werden uns hier die Aufnahmen angezeigt und wir können dann hier einfach mit den Pfeiltasten auch durchblättern. So, jetzt hat das Display schon abgeschaltet. Das war jetzt 1 Minute. Und ansonsten gibt es jetzt nicht viel mehr zu erzählen. Vorne ist noch so eine Status-LED dran. Die erlischt dann natürlich, wenn ihr aus dem Setup draußen seid. Und wenn ihr jetzt diesen Schieberegler hier rüberschiebt, dann sagt er, aha, wir sind in 3, 2, 1, sind wir dann fertig. Und ab dann würden tatsächlich hier Aufnahmen mit der Kamera erfolgen. Ja, wenn ihr noch mehr technische Details zu dieser Kamera haben möchtet, dann solltet ihr euch auf die Produktseite begeben. Verlinke ich euch unten, da könnt ihr euch dann auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Jetzt ist noch nicht Schluss. Ich werde euch gleich nochmal ein paar Bilder und ein paar Videos einblenden, was mit dieser Kamera alles aufgenommen worden ist. Ansonsten, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch weitergeholfen hat, wenn es euch ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Jetzt noch nicht abschalten, jetzt folgen wie gesagt noch ein paar Aufnahmen. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a stat
but I've been put throughout. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.